So, jetzt grüne. Oh mein Gott, Alter, ich hab auch noch einen Schnupfen. Soll ich den nochmal holen? Nein, Leute, tut mir das nicht an. Let's Playches, hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skycraft mit dem Güne und dem Yudoka. Hi. Letzte Folge hatten wir ja unser Jetpack gecraftet, ein Hardened bzw. ein Reinforced Jetpack. Was hier, also ich weiß nicht, das hier als Offscreen gesetzt habe, weil ich einen leichten Overflow hatte an Pieces, da die Produktion einmal angehalten wurde. Ich weiß nicht genau warum, beziehungsweise doch, ich weiß warum, und zwar waren die Storage Drawers voll. Alles andere, was ich gemacht habe, letztes Mal weiß ich gerade nicht auswendig, dass es schon eine Weile her ist, dass ich aufgenommen habe, da ich ja krank war. Und alles, was ihr jetzt so neu seht, wird wahrscheinlich auch neu sein, weswegen eigentlich sich großartig hier nicht viel verändert hat. Heute aber werden wir uns an den ersten Teil das im E-Systems machen. Und zwar brauchen wir natürlich die ganzen Ressourcen, die wir auch durch Exen Hilo kriegen müssen. Und darum werden wir uns heute kümmern. Also würde ich sagen, let's go! So, hier haben wir einmal die alte Obsidian-Produktion, die jetzt erstmal genug Obsidian produziert hat, weswegen wir hier was anderes reinknallen können. Hier kennen wir es ja schon von der Obsidian-Produktion, funktioniert genau gleich, nur ohne die Wasserquelle. Hier haben wir eine Kiste mit einem Item-Duct und einem Servo, der auf Ignore steht. Das heißt, er ignoriert alle Redstone-Signale und funktioniert einfach so. Diesen Servo brauchen wir nämlich, um den Skystone, den wir uns jetzt nehmen, hier rein zu verarbeiten. Wir nehmen einfach mal so. Ja, genau so viel nehmen wir. Genau. Ich mach jetzt einfach mal die Truhe voll, Leute. Du Kreppe. Ach, alles klar, Yudoka. Ich muss mich mal in Cut setzen wegen diesem Wort gerade. Wollen wir die Kreppa-Trilogie nochmal aufleben lassen? Ja, gerne. Oh mein Gott. So. Das meinst du voll und ernst, ne? Ich habe einmal noch ein Hammeron Autosief, was wir davon da drüben hatten. Übrigens, meine Insel werde ich wahrscheinlich in dem ME-System Livestream eventuell auch noch aufräumen. Jetzt baue ich einmal hier die Truhe ab, baue hier einen Autohammerer hin, das heißt, der muss das eben bekommen. Packe hier die zwei Dingsbumsens rein. Und mir fehlen Energy Cells. Wow. Ich hole mir einmal neue Energy Ducts. Ja, hallo? Oh nein, Yudoka. Ja? Nein, mach das aus. Okay. Danke. By the way, das ist meine normale Stimme. Das, was du jetzt hast? Ja, das ist mir bewusst. Ja, schön. Ich hab's jetzt einfach nur selbst verstellt. Ja? So, Leute, jetzt sind wir einmal wieder da. Alle wieder da. Yudoka und Güne hatten irgendwie gerade wirklich starke Probleme. Ich auch. Ich habe nämlich jetzt mein Karma kassiert, denn ich habe Yudoka vorhin getrollt mit der Energieproduktion. Bei ihm hatte ich immer so ein Kabel gekappt. Und was passiert? Meine Energieproduktion hat es natürlich zerschissen auf natürliche Weise. Und zwar wird nicht mehr genügend Lava produziert, beziehungsweise jetzt halt schon, da ich einmal die Energiezufuhr gekappt habe, damit wir wieder genügend Lava kriegen und hier, dass die Energy Cell jetzt auch mal leer geht. Ich die jetzt aber trotzdem mal noch nicht anschließen werde, dass sich das hier alles erstmal wieder stabilisiert. Aber jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Punkt. Der Skystone, wohl, also hier ist auch noch kein Stack drin, weil ich das nicht angeschlossen habe. Zack. Jetzt ist auch leck. Jetzt ist auch die Skystone-Produktion wieder angeschlossen und damit die jetzt noch vollendet wird, brauchen wir einmal noch einen Servo. Das ist schön, wenn sich das Spiel nicht die ganze Zeit bei mir aufhängt. Einen Servo. Lol. What? Hä? Ich brauche davon, glaube ich, drei. The fuck? So. Jetzt ein. Was ist denn los? Mir ist gerade ein
Magnetic Dynamo weggebackt, lol. Echt jetzt? Also ich hab's, ich werde den Server gleich mal restarten. Ich hab das Gefühl, die Dinger sind gerade ein bisschen verbuggt. Weil die Item Ducts, also die Ducts von Expander haben auch gerade eine falsche Textur, zumindest bei mir manche. Ja. Also so bei ganz backfreitig halt nicht. So. Dann packe ich hier das Mesh rein, sobald die gehämmert wurden. Und ihr sagt jetzt dem Folgendes: Ich möchte, dass du das Ganze hier in eine Truhe packst. So, ich mache das so schön wie möglich. Ich schließe das hier an. Und jetzt bin ich einmal so frei und lege hier ein. Beziehungsweise lege ich. Haben wir nicht hier jo, irgendwo? Das nimmt doch schon richtig geil vor, Mann. Jetzt muss ich nur noch da. Ich lege das jetzt einfach mal provisorisch, das eh nicht mehr lang dauern wird, bis ich meine Fabrik baue. Das Kabel hier runter. Und jetzt wünsche ich mir, dass du. Alter, wenn es nicht gerade so ruckeln würde, ne, Leute, das ist. Jetzt wünsche ich mich, dass du mir hier an diese Kabel eine externe Leitung machst, weil ich weiß, das wird sonst wieder gleich rumbacken. So. So, das darf aber jetzt. Das war's dann mal wieder komplett. Mhm. Ja, daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht, Leute. Verkackt. So. Ich muss die Leitung entlang gehen. Ich würde das jetzt nicht durch das Kabel hier zu schicken. So, so. Und jetzt können wir hier einmal die Leitung hier entlang legen. Hier runter. Alter, das nenne ich doch mal einen richtigen. Das dann verbunden. Dann könnt ihr später, wenn ihr so ein Filtersystem haben wollt oder die Map später downloaden könnt, könnt ihr hier den, also werde ich hier einfach später dann noch diese ganzen Zertus-Quarz-Sachen und sowas reinlegen, damit die einfach weitergeleitet werden von der Truhe hier aus. Ich werde das hier auch auf, ihr müsst dann das hier auch auf die Blacklist packen, damit das hier nicht rausgezogen wird und hier eben auf die Whitelist, damit das hier dann in das System geht. Dann allerdings ist das System soweit erstmal fertig, bis auf dass ich hier unten noch eine Energieproduktion anschließen darf, beziehungsweise muss. Upgrade Kit. So, davon darf ich jetzt 53 machen. Wo bin ich gerade hier drunter? Ach lol. Wobei, gibt das sogar? Hä? Lol, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin am komplett falschen Ende. Denn das darf ja hier und hier einmal geschehen. Und dann darf das hier auch einmal entlang laufen, das Kabel. Denn dann sollte diese Produktion auch schon laufen. Theoretisch, ich fliege jetzt einmal unter der ganzen Insel entlang. Ja, die Skystone-Fabrik läuft. Sie wird direkt an das System angeschlossen. Aktuell läuft es gerade noch ein bisschen langsam zwar, aber das ist jetzt, glaube ich, relativ egal. Ich warte jetzt hier einmal, bis wir die Filter einstellen können, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich muss etwas ganz Wichtiges sagen, was ich gerade entdeckt habe. Und zwar wurde mir hier Zertusquarz gecraft und zu Silizium verarbeitet, weswegen meine Anlage stillstand. Deswegen mache ich hier gleich mal die Filter rein für die Items. Das heißt, sorry Leute, wenn es leckt, aber ich kann da nichts machen. Wie gesagt, wenn ich brauche eine neue Grafikkarte und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, ist unten in der Videobeschreibung ein Spendenlink. Falls da jemand Interesse hat. Denn das ist einfach nur noch lächerlich, dass meine Grafikkarte einfach so gar nicht mehr arbeitet.
Ja, jetzt sollte nämlich auch alles einsortiert werden später, beziehungsweise wir müssen. Warum ist hier. Leute, ich wollte gerade sagen. So, wir brauchen einmal das hier und ich mache das jetzt hier rein. Hallo? Ja gut, das fixe ich noch offscreen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann slayt auf meine Splashen einen Daumen und durch abonniert mich, um zu verpassen. Aktiviert die Glocke für Folgen, auf jeden Fall durch den Abo-Box-Bug kein Video mehr verpassen solltet. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Haut rein und ciao, Leute!